Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Diablo 2 Resurrected. Ich habe mich diesmal entschieden, den Totenbeschwörer zu nehmen und mit dem auch nochmal das Spiel durchzuspielen von Akt 1 bis Akt 5. Und ich denke, ich werde die Folgen so machen, dass wir für jede Quest eine Folge machen. Das heißt, egal wie lang die Quest dauert, wir werden das auf jeden Fall durchziehen. Das heißt, es gibt vielleicht kurze, vielleicht lange Folgen, je nachdem, wie schnell wir mit den Quests vorankommen. So, lieber Warif. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lut-Golain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Genau, Akara hat das Sagen und von Akara gibt es auch die erste Quest. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr? Unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an. Bitte, helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. So, und damit haben wir unsere erste Quest, die Höhle des Bösen. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal los. Wir fangen hier mit einem Stab an, glaube ich. Ja, eins zu Skelett erwachen. Hütet euch, die ihr gegen mich seid. So, Nummer eins. Schreien der Mana-Erneuerung. Ich würde sagen, wir probieren mal ein Level zu machen. Die Höhle des Bösen ist ja hier auf jeden Fall wieder direkt am Weg. Oh, ein Fertigkeitsschrein. Damit können wir drei Skelette machen. Und können am Anfang natürlich super schnell leveln mit drei Skeletten. Auf geht's, schnappt sie euch, Jungs. Eine gute Schärpe. Und da haben wir gleich schon Level Up. Dank unserem Fertigkeitsschrein geht es schon super schnell hier am Anfang. Eins zu Skelett. Wir überlegen uns gleich, was wir skillen. Ich werde am Anfang auf jeden Fall ein paar Punkte auf Stärke setzen, damit wir gewisse Rüstungen tragen können, die wir finden.
So, die nehmen wir auch mit. Nicht weglaufen. Oh, hier ging der Weg schon ab. Das könnte sein, dass hier schon die Höhle ist. Und hier ist sie. Die Höhle des Bösen. Ich spüre den Tod an diesem Ort. Und unser Schrein ist auch fertig. So, jetzt können wir uns überlegen, was wir skillen. Zwei Skelette. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Skelette. Wir können ja hinterher nochmal umskillen. Mal schauen, wie weit wir kommen mit unseren Skeletten. Ich denke, so ein paar Skelette sind am Anfang vielleicht nicht schlecht zum Start. Machen auch akzeptablen Schaden. Und später wollte ich eigentlich irgendwie mal Richtung Gift gehen oder so. Aber schauen wir mal. Weil ich glaube, die Endgegner werden mit nur Skeletten wahrscheinlich auch wieder relativ schwierig werden. Ähnlich wie mit dem Druide, wo wir am Ende nur die Wölfe hatten. Möchte ich ehrlich gesagt nur mit Skeletten wahrscheinlich nicht bei Baal am Ende landen. Aber jetzt gerade denke ich am Anfang, um ein bisschen schneller voranzukommen, sind die Skelette wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. So, ich gehe mal weiter auf Stärke und ich gehe auf Skelettbeherrschung. Oh, Level 6 brauchen wir. Die sind am Anfang gar nicht so schlecht, da die einen relativ guten Schaden machen. Vom Gift her. Deswegen denke ich, wenn wir die Skelette machen und dann hinten ein bisschen mit diesen Gift-Elixieren ab Stufe 6 dann werfen. Komm her, du. Nicht weglaufen, sonst suche ich dich hinterher wieder. Ein Ring, unser erster Ring. Den können wir direkt identifizieren. Eins zur Stärke. Oh. Oh, was ist Gelbes? Ein Stab. Und schon wieder nur noch ein Skelett. Ah, wirst du wieder nicht die ganze Zeit hier deine Diener wiederbeleben? Handschuhe. So, noch 4 Monster übrig. In der Höhle hier. Wo sind die? Wo habt ihr euch versteckt? Hier haben wir schon mal 2. Da hinten ist noch 1. Und da kommt auch schon das letzte. Sehr gut. Reicht das aus, das Vertrauen der Jägerinnen zu gewinnen? Oh, ich gehe nochmal raus. Wir sind direkt nochmal Level up.
Da denke ich, das sollten wir doch ausnutzen, um draußen nochmal zwei Monster zu schlagen. Um das Level Up jetzt auch noch mitzunehmen. So, zum Blutmoor. Und wir könnten eigentlich direkt zum Wegpunkt laufen, in der kalten Ebene. Vorsicht! Jenseits lauern tödliche Gefahren auf euresgleichen. Passt auf! Mit den abtrünnigen Jägerinnen ist in der Wildnis nicht zu spaßen. Kein Problem. Wir müssen zur Kara zurückkehren, das wissen wir aber. So. Oh, hier, den Champion nehmen wir noch mit. Sehr gut. Vielleicht hier auch so noch ein paar Gegner mitnehmen. Neue Werte. Ich gehe wieder auf Stärke. Und ich setze mal eins auf Skelett. Können wir drei Skelette beschwören. So, hier noch den Wegpunkt frei machen und dann gehen wir gleich zurück zu Akara. Hier stört. Du störst auch noch. Und hier unten ist auch noch einer, oder? So. Ich würde sagen, das reicht. Wir nehmen den Wegpunkt zurück zum Lager der Jägerin. Und gehen zu unserer guten Akara. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. Da bedanken wir uns doch gleich. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt bekommen. So. Skelett erwecken. Hier haben wir Magier und Reanimation ist natürlich auch ziemlich cool. Aber ich denke, wir gehen erstmal voll auf Skelette und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Skelettschaden, Skelettleben. Oh, es verdoppelt sich alles. Okay, machen wir hier einen Punkt drauf. So, und damit haben wir die erste Quest erledigt. Die zweite Quest kommt dann gleich, aber die kommt in der nächsten Folge. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.